So, Leute, Nachtrag zu meinem letzten Video. Ich habe Be Beschwerde eingelegt und sie hat nichts gebracht. Also nochmal für die, die jetzt keinen Bock haben, das letzte Video sich anzusehen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gemacht, eine Anleitung, wie man über die Fritz App TV, die gibt es beim Google Play Store, kann man sie runterladen für das Handy, für das Tablet, wie man darüber das eigene Kabelfernsehen, DVB-C, heißt Kabelfernsehen. Nix illegale Streams. Hat nichts mit Waipu oder Saito zu tun. Überhaupt nichts, gar nichts. Ich habe also erklärt, wie man eine Anleitung, ich habe erklärt, wie man die sich diese Sender hier, die man ja bezahlt über die Nebenkosten momentan noch, wie man sie dich auf dem Handy angucken kann. Das ist ein Handy. Liebe YouTube-Redaktion, das hier ist ein Handy und das hier ist ein Tablet. Dafür gibt es Apps und diese App heißt Fritz App TV. Die gibt es im Google Play Store. Die ist nicht illegal. Wenn sie illegal wäre, würde man sie nicht anbieten dürfen. Also, ich kann also mit dieser App diese Kanäle, die über Kabelfernsehen reinkommen, Kabelfernsehen, auf dem Tablet angucken. Und das soll illegal sein? Es steht nicht mal eine Begründung dabei, warum das so ist. Ja, wir haben es nochmal überprüft. Wir können verstehen, wenn du deswegen jetzt enttäuscht bist. Junge, ich bin nicht enttäuscht. Ich bin stinksauer. Wichtig ist uns dabei aber vor allem, dass YouTube eine sichere Plattform für alle Nutzer ist und bleibt. Als ob ich irgendwas hier verunsichert hätte. Also wenn ich euch Tipps gebe, wie ihr Geld sparen könnt, auf legale Art und Weise, denn das hier ist legal. Das ist euer Kabelfernsehen, ihr bezahlt das. Das ist nichts Illegales. Also wenn ich Tipps gebe, wie man Geld sparen kann und sich das Geld sparen kann für Waipu und Saito und so weiter, dann ist das illegal? Ist das was Schlechtes? Also wenn ich euch was Gutes tue, ist das was Schlechtes? Was ist für ein Selbstverständnis von YouTube, dass sie mir unterstellen, ich würde euch was Schlechtes antun, wenn ich euch Tipps gebe, wie ihr Geld sparen könnt? Auf legale Art und Weise. Denn das hier ist Kabelfernsehen. Kann mir das einer erklären? Ich kann nicht glauben, dass sie sich das Video angesehen haben. Um die Zeit schon mal überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich hat nur der Algorithmus wieder zugeschlagen. Und ja, ich kann mir unmöglich vorstellen, dass sich das irgendwann Menschen angesehen haben, das Video, das Originalvideo. Also ich mache eine unsichere Plattform daraus, weil ich das aufzeige? Ach, ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll. Es kann sein, wirklich, dass ich alles löschen werde. Ich habe die Schnauze voll. Und dass die von meinen Videos, mein Kanal ist nicht monetarisiert. Wenn ich sehe, dass sie von meinen Videos Werbung schalten, obwohl mein Kanal nicht monetarisiert ist, dann werde ich sauer, Leute. Dann werde ich sauer. Dann werde ich richtig, da bin ich noch angepisst. Und Leute, die mich so behandeln, dass ich hier so, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte mit diesem Video, was ich nicht gemacht habe. So Leute haben gar kein Recht, auf meine Kosten da noch Geld zu verdienen. Nö, überhaupt nicht. Also falls demnächst mein Kanal nicht mehr existiert, dann wisst ihr Bescheid, ich habe die Schnauze voll und dann bleibt es auch. Das sollten alle so machen. Alle, die die Schnauze voll haben, Kanal einfach dicht machen. YouTube boykottieren, weil das hier, das ist Willkür, Leute. Das ist komplette Willkür. Das hat nichts mit einer fairen Entscheidung zu tun. Denn ich habe in diesem Video in keinster Weise dazu aufgerufen oder Anleitungen gezeigt, wie man illegale Streams von Waipu oder Satu bekommt. In keinster Weise. Hier steht es: Fritz App TV, Kabel TV auf mobilen Geräten. Aber sobald ich Saturn dazu schreibe oder Waipu, das ist illegal, illegal. Ob da ein Zusammenhang besteht oder nicht, interessiert den Scheiß-Algorithmus überhaupt nicht, scheinbar.
Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ganz ehrlich, Leute, das. Ich hab keinen Bock mehr. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Du hast mich komplett angepisst jetzt, YouTube. Du hast mich komplett angepisst. Da mache ich mir minutenlang die Mühe und erkläre genau, wie toll das ist und dass es funktioniert und dann sowas. Ohne Hand und Fuß. Die haben nichts überprüft. Ich bin sicher, der Algorithmus hat das überprüft. Irgend so eine KI wahrscheinlich. Ein logisch denkender Mensch sieht sich das Video an und sieht, dass das mit Elegant Streams nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. 0,0 gar nichts. Auf den Schreck muss ich jetzt mal einen trinken. Das ist Blödsinn, Leute. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Und wenn ich mir vorstelle, dass die das bei allen so machen, bei allen anderen auch noch. Wie viele Leute, die schon so verärgert haben, indem sie willkürlich Videos löschen, die ohne Hand und Fuß, ohne echte Begründung, ohne irgendeine sinnvolle Begründung, denn das hier ist ja nicht illegal. Das ist mein eigenes Kabelfernsehen, fertig. Und ich habe viel Geld bezahlt für die Kabel. Die hat 300 Euro fast gekostet. 280, glaube ich. Bei dem Preis erwarte ich auch, dass diese Funktionalität gegeben ist, dass ich mein eigenes Kabelfernsehen hier streamen kann, vom Kabel-TV, von der Kabeldose bis in die Küche. Ich erwarte das bei dem Preis, ehrlich gesagt, auch. Das wäre unverschämt, wenn die das nicht inklusive hätten. Aber das darf man scheinbar nicht zeigen. Das ist schlimm, Leute, das ist schlimm. Ich will gar nicht wissen, wie viele andere Videos, die auch sinnvoll gewesen sind, so wie meine, die auch gelöscht wurden, willkürlich gelöscht wurden. Diese Willkür ist ganz übel, Leute. Diese Zensur ergibt keinen Sinn. Sie macht alles kaputt. YouTube zerstört sich selbst mit diesem Bullshit hier. Die zerstören sich selbst, glaubt mir. Wow, das ist unverschämt, Leute. Das ist übelste Unverschämtheit. Ich schätze mal, wenn ich jetzt meinen Kanal lösche, da kommt bestimmt so eine Anfrage von YouTube. Gab es einen Grund zur Beanstandung? Können wir irgendwas besser machen? Irgend so eine dumme Umfrage wahrscheinlich, so eine saublöde Umfrage. Können wir was besser machen? Die üblichen Floskeln, wenn man von irgendwas unzufrieden ist, geh doch mal unten auf die Umfrage. Es gibt das und das zu verlosen. Sagen Sie uns doch bitte, was Ihnen nicht gefallen hat an YouTube. Und was können wir besser machen? Es interessiert euch einen Scheiß, was ihr besser machen könnt. Ihr macht alles kaputt mit diesem Bullshit hier. Ach du Scheiße, Leute, ganz ehrlich. Und das um 2.50 Uhr morgens. Also, ihr seht schon, dass. Also, für mich ist das nichts. Ich glaube, ich werde mich von dem. Ich benutze YouTube ab jetzt nur noch als Nutznießer. Und ich werde mich nicht mehr kreativ beteiligen, weil. Wenn ich so angepisst werde wegen gar nichts, gar nichts. Ich habe nichts Schlimmes gemacht, ich habe nichts Illegales gemacht. Da wird irgendwas zusammengeflochten, irgendwas zusammengedichtet, was nicht stattgefunden hat. Das ist schlimm, Leute, das ist traurig. Bei Kleinanzeigen ist auch so ähnlich. Das ist so ähnlich bei denen. Das macht auch keinen Spaß da. Naja. Okay, ihr wisst Bescheid. Falls ihr das auch schon so erlebt habt, dass man euch willkürlich Videos löscht, wo es keine ernsthafte Begründung darüber gibt, sondern nur einen oberflächlichen Blödsinn, der überhaupt nicht gerechtfertigt ist, weil das nie passiert ist, was der Vorwurf ist, nie passiert. Und hier steht dann noch, nachdem wir uns die Inhalte noch einmal angesehen haben. Nein, das habt ihr eben nicht. Ihr habt euch eben nicht die Inhalte noch einmal angesehen. Es sei denn, ihr arbeitet mit Satu oder Vaipu zusammen
und es stinkt euch, dass ich diese Anleitung gegeben habe, dann, das würde Sinn ergeben. Also ich kann mir nur vorstellen, dass YouTube mit Zattoo oder Weipu zusammenarbeitet und deswegen dieses Video gelöscht worden ist. Das ist die einzige Begründung. Es gibt keine andere logische Begründung dafür. Es gibt keine. Denn es ist nicht illegal, das eigene Kabelsignal im internen Netzwerk zu streamen, von Kabeldose bis zum WLAN. Es ist nicht illegal. Es ist mein eigenes. Ich bezahle dafür den Scheiß. 10 Euro im Monat, über 10 oder 11 Euro, über die Nebenkosten. Das muss der Grund sein. Die arbeiten wahrscheinlich mit Weipu oder Zattoo zusammen. Und natürlich stinkt denen das dann, ne? Aber dann schreibt das doch dazu, logischerweise, YouTube. Schreibt doch dazu, wir arbeiten mit denen zusammen und wir möchten das nicht gerne sehen. Das ist geschäftsschädlich für die. Ja, klar ist das für die geschäftsschädlich, wenn man die nicht mehr braucht. Weil man das eigene Kabelfernsehen schon hat. Irgendwie sowas ist im Busch. Die werden das nicht zugeben, aber ich wette mir durch, die kooperieren mit diesen Leuten. Das ist genauso zwielichtig wie die Tatsache, dass von meinen Videos, wo mein Kanal nicht monetarisiert wird, auch noch Werbung geschaltet wird. Das ist für mich genauso zwielichtig. Wieso wird da Werbung davor geschaltet, wenn das nicht monetarisiert ist? Wo kommt denn das? Ich kann mich nicht erinnern, dass das früher so war. Oder jemals. Bei meinen Videos. Ich bin jedenfalls davon ausgegangen, dass das nicht so ist. Bei anderen schon. Aber bei meinen Videos ist auch so. Wenn der Kanal nicht monetarisiert wird, dann wird doch keine Werbung davor geschaltet, oder? Also auf jeden Fall werde ich dem einen Riegel vorsetzen. Wenn YouTube denkt, ich spiele den Trottel für den da. Nee, nichts mehr. Auf meine Kosten hier auch noch Geld verdienen, ne? Und dann noch hier meine Videos zerstören, die überhaupt nicht illegal sind, in keinster Weise. Das ist so unverschämt. Das ist so gottverdammt unverschämt ist das. Unglaublich. Zuerst dachte ich, das wäre irgend so ein Troll, der sich da beschwert hat. Oder irgend so ein Neidhammel, der auf mein Video geklickt hat und gesagt hat, das ist illegal. Weil er neidisch war und keine Fritzbox hatte, die das kann. Denn das kann nur die Fritzbox 6690 Kabel und die kostet halt 280 Euro. Und wenn jemand neidisch ist auf eine Möglichkeit und ich kann 4 Streams hier abspielen, 4 Streams, da können wir gut vorstellen, dass jemand neidisch ist auf diese Tatsache und auf meine Fritzbox. Und deswegen war er neidisch, das stinkt mir, ich muss extra bezahlen und der kriegt das kostenlos, das gönne ich ihm nicht. Irgendwie sowas. Naja. Gut, genug geschimpft. Mal sehen, ob die das Video auch noch löschen. Ist mir dann auch egal. Also YouTube ist so kurz davor, dass ich alles komplett lösche. So kurz davor. Ich habe gar keinen Bock mehr. Da gucke ich mir die Videos nur noch an und ich habe auch keinen Bock, dass sie auf meinen Kosten Geld verdienen. Ne? Werbung vorschalten von meinen Videos. Bei dem letzten Video von Horizon Forbidden West, da haben die Videos davor gestellt. Ich habe meine anderen nur nachgesehen. Ich gucke meine anderen auch nochmal rein. Normalerweise gucke ich meine eigenen Videos gar nicht mal an. Einmal lade ich sie hoch und dann gucke ich mir nur noch die Kommentare an. Das ist auch schon alles. Aber sonst. Okay, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt gerne unten nochmal hinschreiben, ob euch das auch schon mal so getroffen hat. Ob ihr auch schon mal betroffen wart, dass man euch willkürlich Videos löscht mit schwachsinnigen Begründungen, die überhaupt keine Verbindung haben zu dem Video, die nichts damit zu tun haben, überhaupt nichts. Und ja, wie gesagt, das ist schon einmal, dass das einmal passiert ist, das reicht schon. Wenn das einmal passiert, passiert es noch einmal irgendwann. Ob ich jetzt den Kanal auflöse oder später, spielt auch keine Rolle mehr dann. Nur, dass sie dann bis dahin kein Geld mehr an mir verdienen. Ne? Durch die unnötige Werbeeinblendung, um die ich nicht gebeten habe. Okay, also dann.